Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Filme live. Nur auf UE24TV. Die ukrainische Armee ist im Vormarsch. Russische Truppen werden zurückgedrängt. Täglich gibt es Erfolgsmeldungen aus Kiew. Die Frage ist nur, wer kann es überprüfen? Und ist das die ganz große Wende in diesem Krieg, der am 24. Februar begonnen hat? Mein Name ist Karl Wendel. Ich bin jetzt verbunden mit Brigadier Philipp Eder, Militärstratege des österreichischen Bundes. Ein Mann, der sagen kann, was wirklich passiert. Herr Brigadier, wie schätzen Sie die momentane Situation in der Ukraine ein und ist das tatsächlich die große Wende in diesem Krieg? Ja, die Lage in der Ukraine ist seit einigen Tagen sicher so, dass die ukrainischen Streitkräfte aufgrund der Erfolge, die sie vor allem im Nordosten des Landes erzielt haben, jetzt einen moralischen Boost haben, dass sie die russischen Kräfte, die im Gegenteil also sehr demoralisiert sind, derzeit ein wenig vor sich hertreiben. Auf die Frage, ob das die große Kriegswende ist, kann man nur sagen, die hängt ja doch vom russischen Präsidenten ab. Wladimir Putin könnte heute diesen Krieg beenden, wenn er wollte. Das ist aber leider nicht absehbar. Daher rechne ich schon damit, dass das noch eine Zeit lang weitergeht. Wenn Sie sagen, Herr Präsident, Wladimir Putin könnte diesen Krieg beenden, dann meinen Sie nicht militärisch mit einem großen Schlag, sondern politisch könnte er diesen Krieg beenden, oder? Da haben Sie völlig recht, also das ist ganz richtig. Die militärischen Reserven der russischen Streitkräfte in der Ukraine sind relativ erschöpft, also ein großer Angriff der russischen Streitkräfte ist derzeit aufgrund ihrer Kräfteverhältnisse nicht möglich. Ich meinte daher logischerweise, dass also der russische Präsident zum Schluss kommen könnte, politisch diesen Prozess. Ja, aber rein von der militärischen Bewertung dessen, was vor Ort abgeht, ist natürlich ganz interessant, dass immer wieder die Rede ist von der Moral der Truppe. Auf der einen Seite, auf der ukrainischen Seite, gibt es den sogenannten Spirit, also die wirkliche Bereitschaft, das eigene Land zu verteidigen. Und auf der anderen Seite eben eine russische Armee, die zwar extrem groß ist, aber offensichtlich schaut es wirklich so aus, dass die Moral der Truppe nicht gerade hoch sein dürfte. Wie wichtig ist dieser Punkt eigentlich? Das ist also in jeder Kriegsführung ein ganz wesentlicher Punkt. Es gibt also ganz verschiedene Faktoren, die eine Truppe erfolgreich machen. Die Moral, im Endeffekt den Zweck auch des Krieges zu erkennen. Die Soldaten sind ja auch hier bereit, Leben einzusetzen. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Und die ukrainischen Verteidiger, denen geht es also darum, ihr Land, ihr System zu erhalten, während offensichtlich vor allem den niedrigeren Rängen den russischen Soldaten nicht so ganz klar ist, warum sie eigentlich in der Ukraine sind. Von Beginn an gab es heftige Kritik an der russischen Armee. Es hieß permanent, die Kriegsführung, wie man sie sieht in der Ukraine, sei völlig antiquiert. Zu Beginn ist man überhaupt mit einem 60 Kilometer langen Konvoi in Richtung Kiew gefahren. Wie beurteilen Sie als Militärstratege eigentlich den Einsatz der russischen Truppen und vor allem, welche Fehler sind da eigentlich gemacht worden, wenn man in so einer Situation überhaupt von Fehlern sprechen kann? Ja, die erste Offensive, also ganz zu Beginn am 24. Februar, wurde ja versucht, mit einer Luftlandeoperation in der Nähe von Kiew und entsprechend Nachführen dann von Truppen aus Russland und aus Weißrussland einen Art Enthauptungsschlag durchzuführen. Das heißt, Kiew, die Hauptstadt rasch einzunehmen, die ukrainische Regierung zum Abdanken, zur Flucht zu zwingen und dann entsprechend quasi die ukrainische Bevölkerung vor vollendete Tatsachen zu stellen. Wäre dieser Plan aufgegangen, würden heute sehr viele so die Genialität Putins preisen. Man würde ähnlich beeindruckt sein, wie es 2014 war bei der Invasion auf der Krim, wo er sehr überraschend, sehr rasch und auch ohne Blutvergießen
es den russischen Streitkräften gelang, die Halbinsel Krim einzunehmen. Dadurch, dass aber dieser erste Schlag daneben gegangen ist, haben alle weiteren Versuche seither überraschend starke und große Schwächen der russischen Armee offenbart. Man muss ja feststellen, dass offensichtlich der politische Anspruch, die Auftragslage an die Armee, das, was die Armee zu leisten vermag, weit auseinanderklafft. Das führt also auch dazu, dass nach einem ersten Rückzug aus Kiew und anderen besetzten Gebieten Richtung Osten man sich ja konzentrieren wollte auf den Donbass, auf diese zwei Oblasten, die also seit 2014 umkämpft sind. Und all das ging nicht ohne Zustimmung des Präsidenten. Also hier allein nur der Armeeführung der Russischen die Schuld zuzuschieben, das greift sich jetzt aus. Das passiert aber momentan und vor allem eine Frage stellt sich doch jeder und auch die neutralen Beobachter sagen, dass mit der russischen Aufklärung in der Ukraine, da ist es nicht sehr weit her, denn dass eine Armee mit dieser Mannstärke, mit dieser technischen Ausrüstung komplett überrascht wird von einer Offensive, dass man praktisch tagelang nicht mitkriegt, dass der Gegner einen massiven Angriff plant. Es ist doch schon erstaunlich, wie schwach ist die russische Aufklärung eigentlich. Ja, den russischen Aufklärungskräften sind von Anfang an schwere Fehler passiert. Es begann also schon damit, dass mit diesem Enthauptungsschlag gescheitert ist und man ja dann versucht hat, aus verschiedensten Richtungen Richtung Kiew vorzustoßen. Man offensichtlich überrascht war vom Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung, aber auch der ukrainischen Armee. Also offenbar dachte man wird ähnlich wie auf der Krim hier also Befreier begrüßt werden. Also hier haben von Anfang an die Aufklärungsergebnisse offensichtlich gepasst. Und das zieht sich jetzt durch bis in die Ereignisse der letzten Tage. Es ist für, gebe ich Ihnen natürlich völlig recht, ein Land, das eine Großmacht, auch eine militärische Großmacht sein will, ist das schon eine große Schmach auch, dass es den Ukrainern gelungen ist, sie dermaßen zu überraschen. Und vor allem, wie massiv ist eigentlich, abgesehen jetzt von der militärischen Hardware wie Artillerie, wie Panzer und Ähnliches, eigentlich die intellektuelle Mitarbeit der NATO-Einheiten in der Ukraine? Es heißt ja, dass man sehr viel an Informationsmaterial, vor allem in Sachen Aufklärung und Luftaufklärung von NATO-Seite übermittelt bekommt. Wie beurteilen Sie das? Es hat schon vor einigen Monaten, also eigentlich im März bereits, ein amerikanischer hochrangiger Nachrichtendienstbeamter gesagt, die Zusammenarbeit hier zwischen den USA vor allem und der Ukraine ist beispiellos eng. Also sowas hat man im vergangenen Krieg nicht gekannt. Das heißt, wir sehen auch, und das zeigt sich ja dann auch auf dem Gefechtsfeld, dass alle Informationsmöglichkeiten, Informationssysteme, Spionagesatelliten, Fernmeldeaufklärung bis zu Drohnen, also alles, wo amerikanische Technologie zum Einsatz kommt, hier sehr gute Aufklärungsergebnisse liefert, die dann auch offenbar unmittelbar an die ukrainischen Streitkräfte zugestellt werden. Was aber nicht der Fall ist, es sind keine amerikanischen Truppen vor Ort, also auch keine anderen westlichen Truppen. Das passiert alles vor allem durch Luftaufklärung, durch Signalaufklärung, also Satellitenaufklärung. Da ist natürlich der Hochtechnologievorsprung der USA auch gegenüber Russland. Man hat, Sie haben das erwähnt, damit gerechnet, dass man innerhalb von 3-4 Tagen die Sache in der Ukraine erledigt, dass man empfangen wird mit Brot und Salz. Jetzt geht es aber darum, Grenzen zu sichern durch russische Truppen und vor allem riesige Gebiete abzusichern. Die Ukraine ist ein gewaltiges Land mit 44 Millionen Einwohnern. Jede Stadt, jedes Dorf ist praktisch eine Festung durch territoriale Verteidiger. Kann eine Armee überhaupt so ein riesiges Gebiet nach einer möglichen Eroberung absichern, sei es auch nur dieses Gebiet jetzt in der Ostukraine?
Ja, das hängt natürlich immer sehr stark vom Gegner ab. Kriege entscheiden sich durch verschiedenste Faktoren. Initiative, so wie wir es jetzt gerade sehen, ist ein ganz ein wesentlicher. Und umso stärker der Widerstand der ukrainischen Bevölkerung, des ukrainischen Militärs ist, umso schwieriger wird natürlich die Situation auch für russische Besatzungstruppen. Es gibt also hier aus den verschiedensten Kriegen der letzten Jahrzehnte entsprechende Berechnungen auch. Was uns ja von Anfang an sehr gewundert hat, ist, dass wäre es gelungen, der russischen Armee große Teile der Ukraine einzunehmen, also viel mehr als wir heute sehen, dann hätten die russischen Streitkräfte per se, so wie sie derzeit aufgestellt sind, nur sehr schwer das Land auch halten können. Das Gleiche gilt jetzt natürlich auch im kleinen Donbass. Das große oder eines der größten Defizite der russischen Streitkräfte in der Ukraine derzeit ist, dass sie unterbemannt sind. Es fehlen ihnen die Infanteristen, es fehlen die Fußsoldaten, es fehlt also die Soldaten, die in der Lage sind, Verteidigungsstellungen, Grenzen und Bündnis zu halten. Die russischen Streitkräfte sind, das kann man jetzt nach 6 Monaten sagen, auf einen derartigen Krieg gar nicht vorbereitet gewesen, sondern eher auf so Kriege, die sie in den letzten Jahren geführt haben, im Kaukasus, in Syrien. Aber so ein konventioneller großer Krieg, auch mit entsprechenden Besatzungsaufgaben, überfordert offensichtlich sehr stark die russischen Streitkräfte. Es heißt ja bei Berichten von vor Ort, dass die Soldaten, größtenteils junge Männer, die gar nicht wussten, was wirklich auf sie zukommt, sich nicht strategisch geordnet zurückziehen, sondern eher flüchten. Sie lassen Militärgerät zurück, eine Vielzahl von Artilleriegeschossen und Munitionslagern, Panzern, Radarstellungen fiel jetzt in die Hände der ukrainischen Armee. Wie sehen Sie das strategisch? Wird das so weitergehen oder wird es doch noch einen großen Gegenschlag der russischen Armee geben? Ja, es ist auch auf Seiten der Ukrainer zu beobachten, dass sie ja auch nicht endend wollendes Personal und Material. Das heißt also, die ukrainische Seite hat jetzt auch schon seit längerem signalisiert, dass auch ihre Ressourcen sich dem Ende zuneigen, daher ja auch Appelle an den Westen, ja, Waffen und Munition entsprechend zu liefern. Dass die Ukraine in der Lage war, eine derartige Offensive, wie sie jetzt in den letzten Tagen wurde, noch auf die Beine zu stellen, das war also offensichtlich für die russischen Streitkräfte auch so überraschend, dass die russischen Soldaten vor Ort total unvorbereitet hier getroffen wurden. Und man muss sich das dann vorstellen wie einen Dammbruch. Also wenn hier sehr rasch, sehr schnell, sehr massiv ukrainische Streitkräfte, die sehr ausgedünnten russischen Stellungen durchbrechen können, dann führt das psychologisch zu einem Fluchtreflex. Ja, auch die Russen lieben ihre Kinder, ihre Söhne. Und die Frage ist jetzt, was passiert? Ist wirklich die politische Seite auf der russischen Seite dazu in der Lage, den ganz großen Befehl zu geben? Rechnen Sie damit, dass möglicherweise sogar Nuklearwaffen zum Einsatz kommen oder noch schlimmere Vernichtungswaffen wie chemische? Man kann einmal grundsätzlich im Krieg nichts ausschließen. Wir gehen immer noch davon aus, dass der russische Präsident ein rationaler Denker ist. Also am Anfang des Krieges wurde immer wieder behauptet, er wäre schwer krank, er wäre wahnsinnig abgeschottet. Das sehen wir nicht so. Daher glauben wir, dass es also schon noch grundsätzlich davon auszugehen ist, dass er vor dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen zurückschreckt. Es gibt auch klare Richtlinien in der Russischen Föderation, wo derartige, also vor allem Nuklearwaffen, nur dann eingesetzt werden dürfen, wenn es tatsächlich um russisches Kernland geht, also nicht um ukrainische Provinzen, sondern tatsächlich, wenn Russland als Land bedroht ist. Und das ist ja derzeit nicht absehbar. Also, Wir denken doch, dass es da hier noch bei der Rationalität bleibt. Ausschließen kann man allerdings nichts. Der russische Präsident hat in den letzten Jahren immer wieder dazu tendiert, alle anderen überraschen zu wollen. Hoffen wir nicht, dass das mit Massenvernichtungswaffen passiert. Das, was aber durchaus vorstellbar ist, ist, dass also dieses Problem der Mannstärke, das ich schon angesprochen habe, angegangen wird und dass es so zumindest eine Art Teilmobilmachung, eine Art Kriegsrecht auf
nächsten Wochen angekündigt oder auch durchgesetzt wird. Dann dauert es aber auch eine gewisse Zeit, bis hier die Soldaten entsprechend. Putin kann zwar den roten Knopf seiner Nuklearwaffen drücken, aber ausführen müssen solche Befehle Militärs. Glauben Sie, dass es innerhalb der Armeeführung an eine, naja, ich möchte gar nicht sagen Revolution, aber doch einen heftigen Widerstand gegenüber dem Präsidenten kommen könnte? Ja, das ist jetzt alles natürlich sehr spekulativ. Ja, also ob wir jetzt ein Szenario haben, wie also den Widerstand in Deutschland gegen Hitler, wo also Offiziere dann also einen Anschlag oder mehrere Anschläge versucht haben, das kann man natürlich jetzt von außen überhaupt nicht beurteilen und auch nicht bewerten. Das, was man sieht und das, was man erkennt, ist, dass vor allem auf Seiten des russischen Militärs es sehr häufig jetzt zum Austausch von Kommandanten die also in der Ukraine entsprechend offensichtlich ihre Aufgaben nicht erfüllt haben, dass man versucht, den russischen Präsidenten insofern zu schützen, indem man jetzt sehr stark den schwarzen Peter den Streitkräften gibt und das gar nicht also von der politischen Ebene quasi möchte man das fernhalten. Die interessante Entwicklung ist, dass eigentlich die größten öffentlichen Kritiker in Russland, so es die gibt, die darf, Hardliner sind, die ein viel härteres Vorgehen vom russischen Präsidenten fordern. Die Frage ist, ob er dem auch angeht. Ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Stimmen, die deutlich Kritik machen, auch schon öffentlich. Insgesamt sind es an die 40 Regionalpolitiker in Russland, die in Petitionen Putin auffordern, diesen Krieg zu stoppen. Herr Brigadier, Sie wissen es ja, in einem Krieg kann immer alles passieren. Jetzt haben wir im Südosten der Ukraine eines der größten Atomkraftwerke, Saporischschja, das größte Europas, mit 6 Reaktoren und UN-Inspektoren waren dort. Das, was Sie erzählt haben, als Sie zurückkamen, war sehr besorgniserregend. Könnte es militärische Fehler geben, eine falsch geleitete Rakete, eine Granate, die da abgefeuert wird und die wirklich zu einem Nuklearunfall einer Größenordnung führen könnte, das wir uns jetzt noch gar nicht ausmalen können? Ja, es ist Neuland, das wir hier betreten. Es gab also keinen Krieg oder Konflikt in der Vergangenheit, wo Atomkraftwerke dermaßen noch im Zentrum der Kampfhandlungen standen. Das heißt, es gibt keine Erfahrungswerte. Was man weiß, ist, dass ein Nuklearkraftwerk und gerade das angesprochene schon über einen Schutzmantel verfügt, über einen Betonmantel, wo also schon gewaltige Einschläge durch entsprechende Waffen erfolgen müssen, direkt dorthin, dass es also hier entsprechende Schäden auftreten. Ich würde das einmal eher ausschließen. Das, wo alle Experten einig sind, die größte Gefahr droht, wenn die Stromversorgung an das Atomkraftwerk gekappt wird. Das Atomkraftwerk ist abhängig davon, dass die Reaktoren gekühlt werden. Die Kühlung erfolgt also mit Hilfe der Stromversorgung. Und die Experten, die also ich kenne, sagen, es ist also weniger ein Einschlag oder ein Angriff oder ein geleitetes Geschütz oder eine Granate zu befürchten, sondern an und für sich ist es so die größte Gefahr, wenn die Stromversorgung des Atomkraftwerks zeitlang oder eine sehr lange Zeit nicht funktioniert. Ich weiß, Herr Brigadier, Sie haben keine Glaskugel, in die Sie hineinschauen können. Deswegen ist die Frage nach einem möglichen Ende dieses Krieges eher, das schieben wir lieber weg. Aber man muss sich trotzdem überlegen, ist eine komplette Rückeroberung all dieser jetzt von den russischen Soldaten gehaltenen Regionen, so wie es der ukrainische Präsident Zelensky immer wieder fordert, ist das überhaupt militärisch realistisch? Kurzfristig sehen wir die Möglichkeit für die ukrainischen Streitkräfte nicht, weil es ihnen vor allem an Geräten, Munition, aber auch an Personal derzeit dazu fehlt. Es hat auch diese Offensive der letzten Wochen einiges an Material gekostet, es sind auch Soldaten gefallen, vermutet worden. Mittel- bis langfristig kann man nichts mehr ausschließen. Die besonders brisante Frage, die sich natürlich stellt, ist, wenn es dann einmal um die Krim gehen sollte. Die Halbinsel Krim wird vom ukrainischen Präsidenten besonders hervorgehoben.
Und da ist, glaube ich, für die Russen eine klare rote Linie. Die Russische Föderation betrachtet ja Krim als zwischenrussisches Territorium, international zwar nicht anerkannt, aber in Russland wird das gesehen. Also bis dorthin ist noch ein weiter Weg. Es ist noch Gebiet in der Größe von Österreich in russischer Hand, also ukrainisches Gebiet in der Größe Österreichs ist in russischer Hand. Die ukrainischen Streitkräfte haben jetzt derzeit eine Initiative, die sie auch ausnutzen wollen. Ich denke doch, dass es noch länger dauern wird, bis sie in der Lage wären, tatsächlich eine große Rückeroberung des gesamten Staates zu erreichen. Es heißt ja immer, Kriege werden militärisch beendet und nicht politisch. Zumindest in der Vergangenheit war es so, Zweiter Weltkrieg durch die Alliierten, der Bosnienkrieg durch den NATO-Einsatz gegen Serbien. Wird es da überhaupt eine militärische Lösung geben in der Ukraine? Ja, ich bin jetzt auch mit dieser These nicht immer einverstanden, weil am Ende, also ich glaube, der Koreakrieg, glaube ich, ist bis heute nicht beendet, also seit 70 Jahren quasi Kriegszustand. Aber im Wesentlichen gibt es dann schon Kriminalitäten, es gibt dann schon politische Verhandlungen. Oft werden militärische Tatsachen geschaffen und auf Basis dieser militärischen Tatsachen, siehe auch zum Weltkrieg, gibt es dann schon ein Ende und ein politisches Ende. Das heißt, was beide Seiten derzeit versuchen, momentan diktiert das Pendel ganz stark bei den Ukrainern, ist die militärische Lage günstig für sich zu gestalten, um in eine bessere Ausgangslage für Verhandlungen zu kommen. Ich denke, gerade in diesem Krieg wird man an Verhandlungen irgendwann einmal nicht vorbeikommen. Dann wird es eine Frage sein des Gebietsabtausches, es wird eine Frage sein der westlichen Sanktionen. Die ersten Forderungen wird sicher des russischen Präsidenten sein, der Westen sofort die Sanktionen beenden, sonst kann er nicht geben. Also das sind ganz viele ungelöste Fragen. Jetzt sprechen immer noch die Waffen und das wird noch Zeit. Ja, das war Brigadier Philipp Eder, Militärstratege unseres Bundesheers, über die Lage in der Ukraine und die neuen Erfolge der ukrainischen Armee. Es bleibt die Hoffnung, dass dieser schreckliche Krieg und die damit verbundene Fluchtbewegung bald ein Ende findet. Herr Brigadier, danke für dieses Gespräch.